Servus Leute, ich bin's der Marcel und ich heiße euch herzlich willkommen zur vierten Folge von The Forest auf dem Kanal Gamer Dragons. Mit dabei ist wie gewohnt der Louis. Einen wunderschönen guten Tag. Genau, und heute, ja, geht's ab. Wir versuchen jetzt unsere Base soweit krass auszubauen, wie man sieht. Der Louis will hier dann schon einen Zaun drumherum zimmern. Ich kümmere mich um Zeug innerhalb der Base erstmal, damit wir da alles haben, was wir brauchen, und ja, da sind wir auf jeden Fall die Folge wahrscheinlich ziemlich gut beschäftigt. Ja, ich fange einfach schon mal mit dem Zaun an. Sollen wir so ein Logleaf bauen? Diese Schlitten, mit denen man die Ja, auf jeden Fall. Baumstämme hertragen kann. Das ist gut, ja. Das wäre gar nicht dumm, glaube ich. Ich meine, jetzt für einen Anfang ist ja erstmal nicht so entscheidend, ob wir da einen haben oder nicht, aber ich denke, gerade wenn wir sau viele brauchen, wird es irgendwann echt wichtig. So, dann haben wir jetzt hier noch so ein Small Cabinet. Da würde ich mal was drauf platzieren. Ne, Medizin nicht. Die würde ich gern dabei haben. Ist auch Medizin? I don't know. Ach, keine Ahnung. Ja, ich bin noch ein Noob in diesem Spiel. Also wenn schon, denn schon, also gleich so ein Big Kabinett. Ich habe ein Small jetzt erstmal gebaut, weil der da schön in die Ecke gepasst hat im Haus. Soll ja auch gut ausschauen. Ach so, 300 Zombies Holz, ey. gibt's. Boah, das kann was werden. Ja, aber dafür sind wir dann auch erstmal, denke ich, auf der sicheren Seite, wenn wir das alles geschafft haben. Ja. Haben wir auch gleich die Höhle bei uns drin in der Base? Ja, das schadet auch nicht. Aber die sollten wir auf jeden Fall noch nicht machen, solange wir nicht safe sind, dass wir so Mutanten auch besiegen können. Na, ich sag mal so, wir könnten bald, also muss jetzt nicht unbedingt in den naheliegenden Folgen machen, in die nächste Hülle und uns das Kantana holen. Da sind halt keine Gegner, das ist halt ein bisschen weiter weg. Okay. Das ist halt auch Ja, stark. ich würde sagen, da können dann auf jeden Fall auch die Zuschauer mitentscheiden, weil das wird ja die letzte Aufnahme unserer ersten Aufnahmesession. Damit wir auch die Kommentare und so lesen können und da aktuell sind. Und dann könnt ihr da gerne mal in die Kommis schreiben, ob ihr Bock hättet, dass wir die Katana holen und uns dann den Mutanten da in die Höhle stellen. Oder ob ihr auch die Sicherheitsvariante gehen wollt, die ich wahrscheinlich eher gehen würde, und sagt, okay, macht erstmal die Butze soweit fertig und dann könnt ihr gerne in Action gehen und ja, krepieren. Weil so sicher fühle ich mich noch nicht, muss ich sagen, in dem Spiel, dass ich sage, oh, ich habe hier Watz-mäßig Erfahrung oder so. Das ist halt leider gar nicht der Fall. Ja. Gut, aber wird sicherlich alles noch kommen. So, also innen ist bald das Zeug fertig für Pfeile und Knochen und so. Dann haben wir eigentlich für alles Lagerplätze. Ja. Und wenn wir dafür Lagerplätze haben, und dann können wir das ja alles nochmal verdoppeln, einfach verdreifachen, sodass man so ganz viel davon hat und sich keine Sorgen mehr machen muss. Jo. Und Food haben wir auch erstmal echt genug. Ja. Man kann es auch Fallen bauen für Tiere oder ja, beziehungsweise für Kaninchen. Das ist auch geil. Man kann auch so einen Kaninchenkäfig machen, wenn man dann zwei reinsetzt, dann poppen sie erstmal. Ja, und dann vermehren die sich halt. Das ist ganz cool. So, ich futter jetzt dann erstmal den Fisch, den ich gerade hatte. Ein Kaninchenfell braucht Wo man. ist denn der Fisch? Doch gerade ein Fisch, oder? Bin ich blind?
Den würde ich gerne. Ach, kann ich gar nicht. Ach, die sind noch nicht fertig. Das schaut nur so aus. Okay, dann lasse ich die noch hängen. Ah, wir haben eine Tür. Nice. Servus. Okay, da haben wir noch ein paar Stücke. Dann schaue ich mal, was wir noch brauchen könnten. Hey, du kannst deine Pfeile und so kannst du jetzt übrigens ablegen. Ja. Innen. Armor Rack, Arrow Basket haben wir alles. Ich habe Schade mir mal ist, wenn einen man Bogen selbst gebaut. bauen will. Möchtest du wissen, wie man sich einen Bogen baut? Ja, wäre wahrscheinlich gar nicht so uninteressant, oder? Hast du ein Seil im Inventar? Ja. Okay, ein Seil in die Mitte, ein Stock und ein Stofffetzen. Seil, Schiff. Ein Stock. Habe ich keinen. Warte, komm mal Suchen wir her. mal einen von. Nee, wir haben doch das Stockding. Aber Seil habe ich nur eins. Könntest du mir dann danach vielleicht noch mal eins geben? Oder hast du da eins zufällig? Ja. Gut, Bogen habe ich. Danke für das Seil. Weil das würde ich dann machen, um uns hier drin mal ein kleines Bett zu bauen. Für das kleine Bett Ah, brauchen da wir dann. brauchen wir Leder. Und das ist Hasen. 4 Stück. Ja, es kann halt noch ein bisschen dauern, bis wir was haben. Ja, aber Hauptsache, wir haben da mal dann so ein Bett. Ja. Ich weiß, wahrscheinlich macht es die Ausdauererholung besser, oder? Naja, also in dem Haus ist ja, können wir ja gleich schon pennen gehen, ohne Bett. Geht ja. Aber fürs Optische sieht das So, gut aber aus. es sieht optisch gut aus, ja, wollte ich gerade auch sagen. Ja. So, kann ich wieder Steine ablegen? So. Fünf Sticks. Ja, jetzt brauchen wir wirklich nur noch das Hasenleder. Da könnte ich ja mal so eine Rabbit-Falle bauen, ne? Ja. Hier, Rabbit Cage. Oder ist das der Cage? Warte. Das Oder ist das nur ist. der Käfig? Wie sieht das aus? Ja, ist halt auch Stöcken. Wow. Warte. Da gehst du zu den Pfeilen rüber. Oder? Ne, warte mal, wo ist denn das? Ja, hier Hasenfalle bei kleinen Pfeilen. Small Traps. Ah, Traps, Rabbit Trap, ich sehe es. Okay, kann man die dann nur einmal benutzen? Immer mehrmals, also wenn da jemand reinläuft, nimmst du den und dann den Stock wieder aufstellen. Ah, direkt hier drinne? Okay. Ja, schon, oder? Why not? Na, wollen wir das nicht irgendwie hier mehr so weiter weg machen? Ja, aber noch kommen doch die Viecher rein, oder? Wir können ja Ja. dann mehrere aufstellen. Das ist ja gar nicht das Problem. Oh. Über die Dauer. So, ich suche Stöcke. Hier war zum Beispiel gerade ein Karnickel, das ist darum gehüpft. Wollen wir pennen gehen? Jo, lass mal. Wäre gar nicht dumm. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge jetzt ein bisschen kürzer. Beenden hier die Folge. Gehen dann pennen, speichern die Map ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Zeit. Haut rein und ciao. Ciao.